So Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Eternal Sonata. Wow, was haben wir beim letzten Mal getan? Das ist auch schon wieder eine Weile her, wie immer. So, also, wir sind hier in meinem geheimen Tunnel von Andantino drin und wir haben uns hier durchgekämpft, ein paar Mal, weil ich dementsprechend immer wieder eine Schatzkiste gefunden habe und wieder von vorne anfangen musste oder einfach wieder von vorne laufen sollte. Oh, praise the sun! Oh mein Gott, die Dark Souls-Spiele, ich vermisse sie. So, wir haben hier einen schönen Durchgang noch frei, den wir noch nicht wissen, wohin das es führt. Okay, Moment, ich muss mal zuerst Gruppe ansehen. Was habe ich denn mit das so drin? Da? Polka Beat und die Salsa. Diese zwei, die sehen jetzt aber nicht gerade so knusprig aus. Ich glaube, die muss ich mal heilen. Wie sollen wir denn die heilen? Oh, Sternerplätzchen. Oder? Nee, Moment. Ich habe da eine bessere Idee. Wenn ich... Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Ich nehme mal die Fiola nach oben. So, ich bin mir nicht sicher, ob das Kreuzklee nur die aktive Gruppe heilt. Nein, das tut alle. So, wir nehmen die Salsa wieder nach oben. Wenn ich dürfte. So, danke. Oh, danke, Spiel. Dass du mir das erlaubst. So, wir machen weiter. Wir gehen weit ins Verderben. Vielleicht schon bei einem Boss. Ach so, nein. Diese Wand kennen wir doch. Herzblatt! Oh, dein Partner ist auf der anderen Seite des Steines. Ich wusste es doch. So cool. Und die Soundeffekte. それにしてもこんなでかい岩をちょっと押しただけで動かしちゃうだなんて、あたいって断トツ力持ちなんだべ。あなたたちは誰？どうしてこの抜け穴から出てきたの？私たちはフォルテ城の牢屋に捕らえられていたのです。そうだべ。何にもしてないのに牢屋に入れられてただべ。まったくだね。逃げて当然さ。 ああ、髪がバサバサだよ。あいつらむちゃくちゃだよ。いきなり僕らを捕まえて牢屋にドーンさ。全然悪いことしてないのに。まあ、強いてあげるなら、あれとこれとそれと。私たちは、お城の門のところでいきなり捕らえられて。本当に何もしていないんです。 どうやら敵じゃなさそうだな。そうね。じゃあ早く作戦に戻りましょう。まあ待てよ、ファルセット。紹介が遅れた。我々はアンダンティーノ。ゆえあって、アゴゴの森の番人を探しているのだが。アゴゴの森の番人？ああ、それでしたら。あたいのことだか？なら、 Sie ist die Wächterin des Agogogo-Waldes? Alles klar. Warum nicht? このままじゃ森がなくなってしまうだべ。何度同じことを言わせるのですか。これ以上ロックさんを荒らしたら森が死んでしまうだべ。 山と森は一心同体だべ。しかし、ロクサンでの採掘なしに降伏薬は作れません。その薬によって助かる人が大勢いるのですよ。だけど、それじゃあ、あたいたちの住むアゴゴの森が。アゴゴの森ですと。お前さんは、 アゴゴの森に住んでおるのか。あたいは生まれた時からアゴゴの森で番人をしてるだべ。こんな都会に来たのも初めてだべ。おい、この客人を別室にお連れしなさい。なんだべ。
Ein Gästezimmer im Kerker, na klar. Kono hito ga Agogo no Mori no Bannin nano ne. Dou yara sakusen kanryou da na. Mission complete. Anta tachi iroiro to shitte sou da na. Yokatta ra atashi no mura made konai ka? Sore ni nigeta no ga wakatta ra oikakete kuru kamo. So desu ne. Koko de no nagabanashi wa tokusaku dewa arimasen. あなた方はどうします？どうするの、ジルバ？そうだな。まあ何はともあれ、この人たちが連れ出してくれたおかげで作戦が片付いたのは確かだ。しかも予定よりずいぶん早くね。時間が余っちゃったわね。少しくらい付き合ってやるか。もしかしたら場内の様子が聞けるかもしれない。いつも作戦通りじゃつまらないわ。たまにはこのくらいのイレギュラーがなくちゃいいでしょ、クラベス。ええ、そうね。よし、決まりだ。どうしたの、アレグレット？いや、なんでもないよ。たまにはビートのやつとも遊んでやらないと。ビート君も頑張りましたが。まあ、貝殻にしちゃ持った方だね。上出来だよ。Okay, wir befinden uns wieder in der Nähe von Agogogodorf?Agogodorf, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall könnte es sein, dass der Tauschquest, glaube ich, gleich weitergeht. Deswegen, Joe Tomate, Gürasai. So, da bin ich wieder. Gut, wir müssen jetzt zurückkehren. Ich will nicht gegen diesen Buddy kämpfen, oder? Moment, der ist, glaube ich, stärker geworden, oder nicht? Wäre möglich. Er sieht mich auf jeden Fall. Und dann lasst mich, glaube ich, nicht passieren. Oder doch, weil er dumm wie eine Erbse ist. Er ist grün, also ist er eine Erbse oder ein Brokkoli. Und da Erbsen dümmer sind als Brokkoli, ist er eine Erbse. Achso, okay, ich weiß wieder, wo wir uns befinden. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Moment. Alter Knacker, was machst du denn da? Du warst vorhin nicht hier. Du bist doch eher weiter nach oben gegangen. So, Moment. Gleich mal überlege. Hast du vielleicht? Genau. Du bekommst die mal weg. Weil ein paar Temposchuhe verlieren wir gleich. Na nun, das ist doch die Gruppe, die ich auf dem Hügel getroffen habe. Was für ein Glück. Ich habe nämlich Löcher in den Schuhen und meine Füße bringen mich um. Ob ihr mir wohl für ein Weilchen diese Schuhe leiht? Na bitteschön. Temposchuhe übergeben und wir bekommen. Herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich ohne euch täte. Es ist zwar nicht viel, aber nehmt dieses kleine Anerkennung. Obstkorb. Yay. Gut, der Obstkorb müssen wir dann in Cantabile im Gasthaus gegen eine Aufzugschlüssel tauschen. Wenn ich ein bisschen spoilern darf. Ja gut, haben wir das. Leider haben wir jetzt ein paar Temposchuhe weniger. Das ist doof eigentlich. Aber ich habe sie geliebt, die Temposchuhe. Die sind super. Aber man kann nicht alles haben im Leben. Chubasa! Andantino ga omotemon kara temiyage demo burasagete tazurete kuru to demo omottan desu ka? Sumimasen, Waruzu-sama. Wakatteru ne. Kore ga saigo no chansu da yo. Ima sugu sagashi dashite, zenin shimatsu shite kudasai. Wakarimashita. Iya...あのアゴゴの森の番人は生かしたまま連れて帰ってきて、それが全国民の願いだからね。Ach so, das Volk. Ich hätte schon gedacht, er wäre böse. ところで、あんたはなんで旅をしてるんだ？まだ聞いてなかったよな。Jetzt muss er sich am besten ausreden können. Ah,
Gut. 10. Oktober. 12.16 Uhr. Mitternacht. Und die sind immer noch... Naja, er schläft immer noch. Okay. Frederik. Chopin-sama wa... ima jibun to mukiau tabi o nasatte iru no desu. Modoru ie ga aru tabi na no ka... hatamata... shi o mitomeru tabi ni naru no ka. Frederik... kaette kite. So desu ne. この世界が私の夢だと言ったら驚きますか。現実の私は今パリで眠っています。そこで私はピアニストとして、そして作曲家として、それなりに人に知られる仕事をしているんですよ。パリだって？聞いたことのない場所だな。あんたあんまり笑いの才能には恵まれてないみたいだな。いえ、冗談ではないのです。おかしなことを言うだべな。そこまで言うなら証拠を見せるだべよ。そう言われると困ってしまうのです。私はその証拠を探して旅しているのかもしれません。実際この世界が夢であるという確信が私の中でも揺らぎつつあるようなのです。あんたまさか興奮薬の取りすぎじゃないだろうね。夢と現実の区別がつかなくなるなんて症状はさすがに聞いたことないけど。もちろん興奮薬は飲んでいませんよ。しかし夢と現実の区別ですか。確かにこの世界は限りなく現実に近いのです。だとすると夢と現実、その違いを認識する術を私は見失ってしまったのでしょうか。ちょっと待ってよ。現実を認識するってそんなに難しく考えることないんじゃない？ええ、当たり前のことだから。例えば空気があるって意識しながら息はしないでしょ。そう、あまりに当たり前すぎることを私たちは認識できないのかもしれません。しかし認識できないことと存在しないことは道義ではないのです。頭がこんがらがってきたよ。ショパンさん、つまりなんで旅してるの？私は試されているのだと思います。この旅で何かに気づかなければならないのです。そのために夢と現実があざなわれたこの世界を精一杯生きることが大切なのだと考えています。なんだ、結局はっきりした目的はないのかよ。あんた面倒くさいおっさんだな。アレグレット。なんだよ怖い顔して。いくらなんでもそんな言い方ってないわ。ショパンさんに失礼よ。失礼って、お前このおっさんの。ショパンさんよ。分かったよ。ショパンさんの言うこと信じてるのかよ。いけない、とっても素敵な考え方だって思うわ。ポルカ姉ちゃん本気なの？それはだから本当に夢とかそういうんじゃなくて考え方が。なんだよ、やっぱり信じてないんじゃないか。もう、アレグレットなんて知らない。おい、ポルカ。やれやれ、女心が分かってないね。うるさい、行くぞ。Der Allegretto ist böse geworden. So, mich nimmt mal Wunder, wie sieht denn unsere Gruppe aus? Okay, immer noch so wie vorher. Ich hätte jetzt gedacht, die anderen Gruppenmitglieder wären auch gekommen. Aber nein, Gruppenlevel. Ich wollte nochmal Alter Tino in Aktion sehen.
Aber so wie es aussieht, können wir das nicht tun. Aber wie zum Teufel sind wir überhaupt da reingekommen? Und ich sollte, glaube ich, mal speichern. Ich weiß ja nicht, was hier so kommt. So, jetzt fühle ich mich schon viel sicherer, weil ich gesichert habe. Oh, wisst ihr, warum diese Festung gebaut wurde? Um Feinde vor Feinden zu schützen? Barock, Piraten und so, oder? Ja, das ist der offizielle Grund. Und warum wurde sie wirklich gebaut? Damit die Untertanen des Königs von Forte nicht entkommen konnten. Hä? Vor langer Zeit lebten in Forte ein König, den sie den Weißen König nannten. Man sagt, seine Untertanen verehrten ihn wegen seiner Aufrichtigkeit und Milde. Für so einen König legten sie sich gerne ins Zeug und das ganze Königreich blühte deswegen auf. Arbeit, Kultur, Technologie, alles zusammen trug zum Wohlstand des Landes bei. Zu dieser Zeit wurde Fort Fermate gebaut. Der König wollte all seine ergebenen Untertanen nahe bei sich behalten. Er hätte es nicht ertragen, zu Neigung und Respekt auch nur eines einzigen Bürgers zu verlieren. Als die Festung fertig war, konnten die Menschen Forte überhaupt nicht mehr verlassen. Zuerst ließen sie sich gefallen, in Forte eingesperrt zu sein, aber das war natürlich nicht von Dauer. Sie wurden immer unzufriedener, es kam zu Rebellionen und der selbstsüchtige König wurde entthront. Wie traurig. Nicht wirklich, er hat es ja nicht anders verdient. Ich glaube, alle Krebs sind ein bisschen salty. Wessen Jazz? Wer ist Jazz? Er dachte eben, es sei die einzige Möglichkeit, sich zu schützen. Er wollte, dass man gut von ihm dachte, ihm lobte und bewunderte und für alle Zeiten liebte. Er verschloss seine Augen vor seinen Fehlern und lebte in einer Fantasiewelt. Er baute die hohe Festung, um sich diese seine Welt zu bewahren. So beschwichtigte er sein feiges Herz. Am Ende hat der König alle Freunde verloren, die ihm seine Fehler aufzeigt, seine Unzulänglichkeit ausgeglichen und ihm geholfen hätten, aber sich hinauszuwachsen. Es ist eben sehr wichtig, dass wir unsere Schwächen wie unsere Stärken akzeptieren, dass wir an uns selbst glauben, ohne das Urteil der anderen zu fürchten. Wir lernen aus unseren Fehlern und wachsen dabei. Das Traurigste ist, dass der König das nicht einsehen konnte. Nicht wahr? Aber das ist alles lange her. Aber jetzt sieht es so aus, als würde Forte den gleichen Fehler noch einmal machen. Mit dem Mineralpulver, stimmt's? Wie viel wisst ihr alle eigentlich über das Mineralpulver? Viola hat uns von den gefährlichen Nebenwirkungen berichtet. Gut, unterwegs erzähle ich euch alles, was sie wissen. Gut, haben wir eine schöne Aufzeichnung gesehen. Wird immer noch schade, dass manche Sachen nicht synchronisiert wurden. So, dieses Wort ist mir gerade auf der Zunge gewesen, wollte aber nicht rauskommen. Gut, wir machen uns auf den Weg zu Viola nach Hause. Denn sie hat weißen Hochita zu Hause. Und Reiscracker. Hochita. Ah, ich finde das so cool, das Wort. Hochita. für die, die es nicht wissen, das ist gerösteter Grüntee. Der aussieht wie Schwarztee. つまり、航空薬の税金がただなら、みんなその薬を飲みますよね。そしたら、副作用で魔法が使えるようになっちゃうわけ。挙句の果てに、強戦士と化した命知らずの奴らを徴兵すれば。
あっという間にフォルタの兵力は数倍に跳ね上がるってわけさ。バロックの軍勢なんか目じゃないよ。でも余命少ないものしか魔法が使えないんだろ。だったらそいつが死んだら兵力が下がっちゃうじゃないか。そうね。だから兵力を維持するためにどんどん薬を市場に流す。そしてより多くの人が魔法使いになってしまう。抗風薬がたくさん出回ればさらに兵士が増える。一度落ちたら抜け出せないアリ地獄のようですね。でもさ、いつ起こるかわからない戦争に備えてずっと兵力を維持してたら、そのうち国民全員がいなくなっちゃうよ。その通りだよ、ビート。すごいじゃないか。確かに不経済よね。それはワルツも気づいているわ。だから抗風薬を改良しようとしているのよ。必要な時にいつでも前線に兵士を供給できる。事実上フォルテの兵力は青天井ですからね。それには光るアゴゴが適材らしいわ。抗風薬に混ぜるんですって。スープに入れても美味しいらしいけど。光るアゴゴ？光ってるアゴゴなんていただかな。お前らがおしゃべり好きで助かったよ。こんなところで話し込んでいてくれたとは。あいつだよ。あいつが僕らを牢屋に入れたんだ。今度は本気で行かせてもらう。俺も命がかかってるからな。 Oh, it's boss time! The second one! Okay, 逃げられるか？観念しろ！ この前の、バイバイにして帰すからね。 Warum helfen wir anderen Dino? Demonic Embrace! Oh, ich habe noch niemals gekämpft, jetzt muss ich wiederDa reinbollern! Bleibt doch nicht! Oh, Schattenriss, das ist gut, das geht. Setzen wir gleich ein. Oh, wir verstärken uns! Und das ist aber nicht gut, wenn. Oh. Gut, wenigstens bin ich. Voll gehalten! Okay, so. Gut, Andi. Gerne. Mit Zeiss angreifen. So.Schweinerei! Man kann es so wie immer angreifen. Schon hier. Oh, oh, mit der Nicht los! 25.000! So wie, ups. Falscher Knopf. Soll ich eine Erdheilung reinballern? Ich glaube schon. So, schöne Heilung für euch, Leute. Bitteschön. So, nochmal schön angreifen. So, diesmal werde ich aber nicht angreifen. Warum gehst du immer? Lass den Kleinen mal in Ruhe. Ui, ui. Der würde mir jetzt Schaden anrichten. Nein! Oh! Verdammt! Hab's versaut. War wieder mal zu weit weg. Das sieht man so schlecht. Schon wieder! Mann, der ist viel zu breit zum Angreifen. Versteh's nicht.Oh, oh. Oh, 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 oh.Nein, greif mich nicht an. Danke. Das geht viel zu lange. Puh, danke. Nein, oh, ich wollte noch ein Kreuzklee einsetzen. Gatsa! Mega Marsch! Hör auf, mich anzugreifen. Boah.
Heilung? Ach, ja, gut. Habe ich das überhaupt was geheilt? Oh, ich bin wieder im Rennen. So. Verdammt. Okay, muss ich mir merken. Mega Marsch! Das geht nicht so schnell. Isanada. Nein! Oh! Ich bin einfach nicht in Fassung. So. Heilung. Setz doch was! Nein! Gigantikus Ram! Nein! Mega Marsch! Ich versteh's nicht! Isamada! Fark! Icho Agarito! Jetzt du den Kairelusee!